In der Wartezeit, die wir zwischen den Aufnahmesessions haben und hatten, da habe ich mich gefragt, ob Gerichtsvollzieher irgendwie mit Ziehen zu tun hat. Ja? Also, dass man Unrecht und Recht auf beiden Seiten hat und es wird gezogen. So wie Tauziehen. Wie Gerichtstauzieher oder so. Aber ich bin zu keinem richtigen Ergebnis gekommen. Gott sei Dank müssen wir das auch nicht. Hallo und herzlich willkommen. An dieser Stelle muss ich auch nochmal sagen, dass wir, und das finde ich wirklich toll, dass wir es geschafft haben, ohne Unterbrechung bisher zu produzieren. Denn wir haben tatsächlich jetzt, was war bestimmt 2 Monate Pause, Aufnahmepause. Es war gehabt. Jetzt ein bisschen, ja. Für euch zum Glück nicht. Eben, und da das, ne? Das muss man mal sagen. Das haben wir schon mal schlechter hingekriegt. Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so viel Spielraum haben, weil gestern, wir nehmen das an einem Freitag auf, gestern kam die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Nun ja, macht aber gar nichts, denn die Wahrheit hat ja Zeit. Also. Und es macht schon ein bisschen was, weil ich bin ja gespannt, wie du auf die Sachen reagierst und ich weiß ja, was hier noch kommt und ich freue mich sehr auf das, was hier noch kommt. Deswegen drücke ich jetzt hier mal auf Episodenanfang. Da freuen sich viele tatsächlich. Ja, nicht zu Unrecht. 26. Dezember Strafanstalt. Das ist schön, weil wir wirklich sehr warm draußen du, mal wieder. Du weißt noch, was so passiert ist. Wir haben was, das ja auch geschnitten. Was haben wir nicht alles gehabt? Das habe ich Gott sei Dank mir alles nochmal angeguckt, also nicht im Detail. Sie ist ja des Gerichts verwiesen worden. Weil sie es nicht geschafft hat. Genau, und wir wären es fast gewesen. Richtig, so, ja, machen wir mal weiter. Ja, bitte. Maja. Hey, Nick, schön, dass du da bist. Ich bin schon wieder im Knast. Ich bin froh. So ein Circle of Gerechtigkeit. Circle of Knast. Ich bin froh, dass Herr Edgeworth den Tag gut überstanden hat. Das ist ein Trost. Warum hast du das überhaupt gemacht? Ich weiß nicht. Ich wusste nur, dass ich irgendwas tun musste. Ja. Ich weiß, dass ich nicht die Anwältin bin, die meine Schwester mal war. Sie sind überhaupt gar keine Anwältin, muss man vielleicht an dem Punkt auch nochmal... Vielleicht so ein bisschen, dadurch, dass sie mit uns die ganze Zeit unterwegs ist. Ja, aber nur, weil ich einen Freund habe, der Polizist ist, will ich halt Bist kein... Bist du auch ein bisschen Polizist? Doch, so funktioniert das doch, oder? Tut mir leid. Nun, du hast den Prozess gerettet. Benimm dich von nun an einfach, okay? Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, das war ja sehr gut, was sie gemacht hat, weil sie ja Lotta so ein bisschen in die Enge gedrängt hat. Richtig, ohne Lotta sie. Lotta ist ein furchtbarer Charakter. Der ist, auch, ja. Fragen. Fragen mir. Da haben wir Fragen. Fragen mir. Wurdest du schon verhört? Nein, noch nicht. Inspektor Gamschuh war gerade hier. Oh Gott. Er sagte, ja, dies. Also, jetzt muss ich sie, oh Gott, jetzt muss ich Maja sprechen, wie sie Inspektor Gamschuh spricht. Da dies ihr erstes Vergehen ist, werden wir sie nach ihrem Verhör gehen lassen. Oh, das war eine ganz gute Impression hier. Ach, und er wollte, dass ich die Kaution beschaffe. Oh Gott, wie viel? Oh Gott. Du kannst sie doch für mich bezahlen, okay? Hä? Wie viel? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie werden dir eine Rechnung schicken oder so. Warum habe ich nur immer fette Geldbündel vor Augen, wenn ich Kaution höre? Das war eine Frage. Das, was haben. Ja. Vielleicht mit mir Glück gehabt? Ist auch nett. Hey, ich weiß, du sitzt im Knast, ja, aber. Ja. Leider nicht. Komisch formuliert. Ich kann sie überhaupt nicht erreichen. Ich hab's versucht, echt. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich glaube, ich hätte wohl mein Training nicht unterbrechen dürfen. Klingt so, als hätte sie tatsächlich alles versucht. Ich sollte mal prüfen, ob es hier in der Gegend nicht doch Wasserfälle gibt. Ja, schön Wasserfall im Knast. Hast du jetzt die Musik bei uns leiser gemacht? Ja, ein bisschen. Ja, ja. Finde ich nicht in Ordnung. Nee, es tut mir auch leid. Ich frage mich, ob ich meine Schwester jemals wiedersehe. Ja. Das war nicht so hilfreich. Gehen wir mal weiter. Ja, aber wir haben auch nichts, was wir irgendwie noch präsentieren können. Das ist alles, da ist nichts. Okay. Wir wollen ja auch eigentlich nichts von mir. Nee, das stimmt. Maja. Beide. Also von mir schon, Hilfe vor allem. Okay, wir können. Oh mein Herr vor uns. Wir können in die Anwaltskanzlei gehen, da ist sicherlich gerade nichts. Aber Gurzi ist, glaube ich, gerade auch. Wir sind in die Kriminalabteilung, würde ich ja. Und die Anwaltskanzlei, das sind beides gerade Optionen. Warum willst du nicht zum Gurzi? Weil da jetzt doch, glaube ich, gerade nichts weiter also ist. Wir sollen ja einfach nur mehr Untersuchungen anstellen, ne? Weil uns fehlen. Uns fehlen Details. Wir wissen gerade nicht, wer in Frage kommt für den Täter. Wir wissen nur, dass Edgeworth nicht geschossen hat, weil er Rechtshänder ist. Und genau. Der auf dem Foto war Linkshänder oder umgekehrt. Wir wissen, es ist ein Linkshänder, den wir suchen. Wir suchen einen Linkshänder. Es sei denn, das Foto wurde gefaked und auf den Kopf gestellt. Gespiegelt. Also gespiegelt, ja. Oder die, ja. Also dann gucken wir mal zum Kurzi.
wenn du schon so gefragt hast, dann vielleicht können wir einen Hotdog essen. Genau, einen Samurai-Dog. Hier laufen weniger Polizisten rum als gestern, aber es sind noch immer welche im Park. Danke für die Information. Ich frage mich, ob Inspektor Gamsho heute hier ist. Nun. Vielleicht. Schade. Was können wir hier untersuchen? Ja, ich glaube, hier kannst du nichts. Der Ankommen groß. Alles, ja. Das ist nicht so spektakulär. Okay. Strand am Gurtsee, genau. Da, die Samurai-Docks. Es ist immer noch der 26. Dezember. Öffentlicher Strand. Hab Larry heute noch gar nicht gesehen. Oh, oh. Gott sei Dank. Wahrscheinlich hat er sündhaft teures Date mit der bezaubernden Kianze. Die Kianze. Okay, also hier ist auch niemand. Dann gibt's noch den Wald und den Bootsverleih. Ich gucke erstmal zum Bootsverleih. Einfach nur, weil der Bootsverleih auch interessant ist. Sieht so aus, als wäre der Bootsverleih auch heute geschlossen. Cool. Oh. Also, nicht mehr so viel übrig, ne? Bleibt nicht mehr so viel über. Dann gucken wir doch nochmal elegant in den Wald, wo seit Tagen das Picknick-Ding rumliegt, oder? Ja, also seit einem Jahr. Hey, Inspektor Gamsho. Hey, Junge. Der Prozess heute, ja. Ja, was ist damit? Ja. Nun, ja, ich wollte eigentlich gute Show sagen, aber das war's ja gar nicht. Obwohl sie Edgeworth gerettet haben dürften. Ich wusste noch nicht, wie ich Ihnen dafür danken sollte, verstehe Sie? Danke. Mhm. Okay. Da. Morgiger Prozess. Komischer Moment. Maya Faye. Inspektor Gamsho, haben Sie eine Idee, welche Strategie von Karma morgen verfolgen könnte? Er könnte versuchen, sie in den Knast zu bringen. Da sieht ja aus, als würde er noch einen Zeugen aufrufen. Oha. Noch einen Zeugen? Richtig, das hat er ja heute während der Verhandlung erwähnt. Oh, sehr gut. Dankeschön, Spiel, ja. Es gab zwei Zeugen. Den Flashback hat sich richtig gelohnt. Ich habe mich gefragt, wer dieser andere Zeuge sein könnte. Wer ist es denn? Ja, tut mir leid, Junge. Ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich bin nicht befugt. Diese Info preiszugeben. Stimmt ja. Ja, komm, da kriegen wir doch raus. Ach ja, richtig. Ich wollte Sie ja noch etwas über Edgeworth fragen. Was denn? Fürchtet er sich vor Erdbeben? Davon habe ich gar nichts gewusst. Herr Edgeworth spricht nicht viel über sich selbst, verstehen Sie? Verstehe ich sofort. Aber eine Sache ist unklar. Dass er Verbrechen so sehr hasst. Da der Anwalt geworden ist, da er dich vor Erdbeben fürchtet, was er vielleicht noch nicht tut, aber hat alles mit diesem Fall angefangen. Dem Fall DL6? Aha! Ja, genau mit dem. Vor 15 Jahren, als er mit eigenen Augen sah, wie sein Vater erschossen wurde, da tut ihm immer noch sehr weh, das kann man in seinen Augen sehen. Hat er nicht vergessen, ne? Krasser. Typ, Mann. Okay. Warte mal, okay, ja. Ich wollte mit Ihnen über Maya Faye reden. Hä? Ist sie noch nicht gegen Kontur entlassen worden? Das ist seltsam. Ihr habt ihnen gesagt, dass sie sie gehen lassen sollen, sobald der Bericht fertig ist. Oh Mann. Ich weiß ja nicht, was heute im Gerichtssaal passiert wäre, wenn sie nicht da gewesen wäre. Mit anzusehen, wie sie vom Gerichtsdiener rausgezerrt wurde. Ganz ehrlich, Junge, hier hatte ich Tränen in den Augen. Edgeworth, der war so gerührt, ich habe seine Lippen zittern gesehen. Wirklich? Der eiskalte Edgeworth? Er war ihr ehrlich dankbar für das, was sie getan hat, wissen Sie? Ich begebe mich jetzt wieder zum Polizeirevier. Ich besorge mir den Bericht über Maya und hole sie da so schnell wie möglich raus. Vielen Dank. Ach, einen Moment noch. Ich habe mich gefragt, wie hoch die Kaution wohl ausfällt. Jetzt mehr als 28 Mark sind, wird schwierig. Da machen Sie sich mal drüber keine Gedanken. Herr Edgeworth hinterlegt den gesamten Betrag. Oh. Was? Das ist Edgeworth? Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Er ist ihr sehr dankbar für das, was sie getan hat. Nun, Junge, vergessen Sie nicht, sie nachher abzuholen, okay? Wir doch nicht. Nee, wir vergessen nie irgendwas. Vielleicht kriege ich etwas dazu, auch meine Miete zu zahlen. Wow. Wow. Nett.
Okay. Sofort ausnutzen. Ja, ja. Guck mal hier, dieser ganze Picknickkram, haben wir den eigentlich mal untersucht? Weiß ich nicht. Kann sein. Ich glaube, so wirklich wichtig ist er nicht. Auf der Plastikplane liegen Essen und Zeitschriften. Da muss man schon eine ziemlich zähe Haut haben, um bei dieser Kälte zu campen. Okay, gut. Dann war nichts Spannendes. Dann würde ich ja auch fast sagen, hier sind wir ich glaub, durch, hier ist weil hier gab es auch nichts weiter. Okay. Dann... Ist immer so still wird zwischendrin. Ja, ich habe da tatsächlich ein bisschen andere Vogelgeräusche drunter gelegt, weil hier hin und wieder mal so ein Vogel zwitschert und das fand ich sehr traurig, mir vorzustellen, dass in diesem Park nichts lebt, nur dieser eine Vogel. Du hast selbst neue Vogelgeräusche drunter gelegt? Ja, ich habe sie nicht selber gemacht, aber ich habe da tatsächlich, sobald es irgendwie arbeitstechnisch ging, tatsächlich nochmal Vogelgeräusche drunter gelegt. Dass man, das ist mega random, aber es ist... Naja. Finde ich gut, Mann. Es war, dass du dir Gedanken machst. Dieser eine Vogel so leid getan, der da rumzwitschert, um sein Revier zu markieren, und es hat keiner da, den es interessiert. Deswegen habe ich da Waldgeräusche drunter gelegt. So, wir können in die Strafanstalt gehen. Why not? Mal Maya abholen. Ja. Mal wieder. Die ist mehr im Gefängnis als woanders. Hey Nick, endlich bist du da. Sie sind gerade mit dem Papierkram fertig. Ich kann gehen. Endlich frei, hm? Die waren richtig gemein beim Verhör. Die haben so gefragt, okay, was haben sie denn diesmal angestellt? Als wäre ich irgendeine Kriminelle. Kannst du dir das vorstellen? Nun, letztendlich haben sie dich aber doch gehen lassen, nicht wahr? Hm. Oh, das erinnert mich an etwas. Danke für die Kaution. Bedank dich bei Edgeworth. Hä? Er hat die Kaution für dich hinterlegt. Hat gemeint, er wäre dankbar für das, was du getan hast. Das hat der Edgeworth getan? Da bin ich ihm aber was schuldig. Ja, wahrscheinlich sogar eine richtige Summe. Jetzt doch nicht mehr. Da müssen wir unbedingt diesen Fall gewinnen, Nick. Ja. Hatten wir eh vor. Ja, trifft sich gut. Wäre gut. Was tun, außer den Fall zu gewinnen? Was sollten wir deiner Meinung nach als nächstes tun? In Sachen Hinweise sind wir nicht wirklich stark bestückt. Wir könnten zu dem Park fahren und nach Gurdi suchen. Das war nur ein Spaß. Falls dort noch irgendwelche Hinweise sein sollten, ist der Park keine schlechte Idee. Aber wir waren gerade... Was meinst du? Sollen wir zum Park fahren? Na klar! Und hat sie noch Vorschläge? Vielleicht sind da ja jetzt neue Hinweise. Ja. Ist dir in letzter Zeit etwas aufgefallen? Hm? Weißt du... Während ich in Haft saß, ist mir tatsächlich etwas aufgefallen. So, jetzt kommt die große Wahrheit der Folge. Es ist richtig bequem hier. Es ist warm und es wird gründlich sauber gemacht. Ich meinte, ob dir hinsichtlich des Falls etwas aufgefallen ist. Nicht viel mehr als das. Sie ist wohl noch immer wegen mir enttäuscht. Ich sollte sie lieber in Ruhe lassen. Ja, gute Komplizin, die wir da haben. Okay, wenn sie ja, schon... Ja, du findest halt schön warm im Gefängnis. Ja, ist ja okay. Auch richtig. Ist richtig aufgeräumt. Ist auch nicht viel, was überhaupt drumstehen kann. Nö. So, der Park des einsamen Vogels, heißt das übersetzt übrigens, gut, Leg. Der Park des einsamen Vogels. Heute sind nicht so viele Polizisten da, stimmt's? Sie sind wohl im Revier, um am Fall Edgeworth zu arbeiten. Hm. Der Fall Edgeworth. Oh Gott. Oh nein. Hallo auch. Das ist Lotta. Heute haben sie es wirklich geschafft. Was haben wir jetzt wieder verbrochen? Nee, ich beklage mich ja nicht. Sehen Sie, ich habe etwas nachgedacht. Ein wenig Selbstreflexion sozusagen. Ich habe erkannt, dass man als Zeugin eine mächtig große Verantwortung trägt. Aber ich bin da einfach hingegangen und habe drauf losgeschnattert. Lotta. Verstehen Sie, ich will es wieder gut machen. Wieder gut machen? Oh oh. Heutiger Prozess, naja. Was haben Sie von dem Prozess gehalten? Ehrlich gesagt habe ich es fast nur getan, um zu sagen zu können, ich war mal Zeugin. Da wäre ja nur fast jemand umgebracht worden für. Das ist ja nicht so tragisch. Nö, für Sie nicht, nee. Obwohl ich nicht wirklich was gesehen habe. Ich habe mir aber selbst irgendwie eingeredet, ich hätte etwas gesehen. Es tut mir leid, ich weiß, ich habe Ihnen allen einen Haufen Ärger gemacht. Nun, das Gedächtnis ist ein vages, kniffliges, kleines Ding. Ja, das weiß ich jetzt nur zu genau. Wenn ich das nächste Mal Zeuge mit einem Mord bin, werde ich gewappnet sein. Da. Richtig. Ich meine, wenn Sie zum ersten Mal Zeugin eines Mordes sein werden. Details, Details, Details. Gurdi. Was ist aus Gurdi geworden? Ach ja.
Nun, ich denke, der Prozess schürte nur die Flammen des Gurdi-Fiebers. Ich werde meine Exklusivfotos bekommen und eine kometenhafte Karriere machen. Sehr gut, Lotta. Auf geht's, Mädchen! Feuer sie noch an, ja. Warum ist sie noch so gut mit der? Weil sie im Gefängnis war. Ich wünschte, ich könnte auch Enthüllungsfotografin werden. Mach doch erstmal deine Ausbildung zum Medium fertig. Wieder gut machen. Es gibt ja noch ein zweites Foto, ne? Zu Maya gesagt hat, Nick, bin ich nutzlos? Nur nutzlos ist ein vager, kniffliger Begriff. Lotta, was meinen Sie mit wieder gut machen? Nun, wissen Sie, ich habe nämlich Informationen für Sie und so. Was? Dieser von Karma wollte nicht, dass ich etwas darüber sage. Welche Informationen? Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Entschuldigung, ich war aufgeregt. Verstehen Sie, ich dachte, wir könnten einen kleinen Tausch machen. Tausch? Ich dachte, Sie wollten etwas wieder gut machen? Ja, das ist ja. Genau. Ich schlage einen kleinen Tausch vor, um es wieder gut zu machen. Was? Informationen gibt's nicht im Sonderangebot, mein Freund. Hey. Ich sehe doch, dass Sie denken, wie einfältig diese Landeier doch sind. Es steht Ihnen förmlich ins Gesicht geschrieben. Glauben Sie mir, der Großteil der Landbevölkerung ist viel raffinierter, als Sie denken. Ich bin nur eine Ausnahme, okay? Nun, was ist jetzt? Sind wir im Geschäft oder nicht? Was machen wir, Nick? Ja, wenn wir nicht ins Geschäft kommen, dann würde ich sagen, geht's nicht weiter. Deswegen wäre schon, glaube ich, ganz vernünftig. Wir wollen schon die Infos. Ja. Wir haben keine anderen Spuren, also haben wir gar keine andere Wahl. Ja, das muss man ja so nicht sagen. Okay, wie viel? Hä? Sind bei Ihnen jetzt sämtliche Schrauben locker? Ich bin vielleicht nicht sehr raffiniert, aber ich beraube doch keine Armen. Hä? Die einzig faire Gegenleistung für Informationen sind Informationen. Hören Sie gut zu. Ich brauche von Ihnen Informationen über Gurdi. Was? Gurdi? Aber Gurdi gibt es... Ich meine, möglicherweise existiert Gurdi gar nicht. Das ist eine Information. Dann beschaffen Sie mir einen Beweis, dass es ihn nicht gibt. Ich werde vom Auto auf aufpassen, okay? Wenn Sie etwas entdecken, kommen Sie zuerst zu mir. Einverstanden? Einverstanden. Okay, bis später dann. Ach ja, eine Sympathin. Okay, Nick, dann mal auf zur Jagd. Nur das, also Mordfall, es geht um Leben und Tod. Ja, aber wenn man keine Hinweise hat, dann greift man zu etwas merkwürdigeren Maßnahmen. Jagd, du meinst doch wohl nicht ernsthaft? Gurdi? Aber natürlich. Ich mag den Spoiler so. Ja. Was mit Edgeworth? Wir suchen Gurdi doch für ihn, Nick. Kapierst du das denn nicht? Bist du ein schlechter Anwalt. Okay, und wie sucht man nach einem imaginären Ungeheuer? Vielleicht können wir einen Experten für Monstermythen auftreiben. Oh Gott, bitte, ist ein alter, schrumpeliger Professor. Gurdi ist zufälligerweise auch Richter. man weiß auch nicht, ob man vielleicht nicht, also, ja. Gehen wir nochmal. Gehen wir erstmal zum Strand, vielleicht haben wir, ich sehe, oh, ich habe schon so einen Verdacht. Oh hey, das ist neu. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Was ist das denn? Der Stil-Samurai, Nick. Hi, Maya! Larry, was zur Hölle ist denn das? Oh, das war die Idee von meinem Mädel, Kianze. Sie hat gemeint, wenn du das hier aufschneidest, wäre das irgendwie richtig cool. Sie hat mir das zusammen mit dem Spruchband gegeben. Wow, ist ja richtig toll, dass sie das für dich gefunden hat. Nun, sie kennt einen Haufen Leute. Und die Serie ist jetzt ja vorbei, deshalb hat sie umsonst bekommen. Okay. Da gehen die Hotdog-Verkäufe richtig hin. Ich finde, er hat ein super Shirt. Fällt mir jetzt erstmal auf. Es könnten mehrere Taschen sein. Ne, mit Augen drauf. Ja, genau, die Quadrate oder nicht Quadrate, Rechtecke mit Äuglein. Au, Drahte. Edgeworth. Hey, Nick! Was mit Edgeworth passiert? Tja, den ersten Tag vor Gericht haben wir ganz gut überstanden. Ich weiß aber nicht, wie ab jetzt unsere Aussichten stehen. Ah! Gutes Gespräch. Hey, Larry, hast du was von Edgeworths heimlicher Schwäche gewusst? Er hat Angst vor Erdbeben!
Er benimmt sich dann wie ein kleiner Junge. Ah. Hä? Das ist komisch. Ich glaube, in der Schule war er noch nicht so drauf. Nicht? Ehrlich? Nun, wir waren ein paar Jahre lang in derselben Klasse. Er hat dann ziemlich bald die Schule gewechselt. Nur ein Jahr, aber ja, egal. Ja, ein paar Wochen, Monate, was weiß ich. Gewechselt? Genau. Genau, als der Fall DL6 passiert ist. Genau. Genau. Scheint aber nicht so, als wüsste Larry davon. Larry weiß allgemein nicht so viel von irgendwas. Ach, naja. Hey, Larry. Was ist denn das für ein großes Ding da vorne? Hä? Ach, der große Kerl. Den habe ich schon seit etwa einem Monat, ja. Ist bei den Kids voll angesagt. Schwitz. Warum war er gestern nicht da? Hä? Hä? Ach ja, richtig. Der Kompressor war kaputt. Der Kompressor. Ja, das kleine Gerät da bei der Hotdog-Bude. Damit blase ich Luft in den Stil-Samurai. Er ist vor kurzem kaputt gegangen, deswegen war er in Reparatur. Oh. Und ich hatte gerade gedacht, du hättest ihn selbst aufgeblasen. Genug heiße Luft produziert er, ja? Ha! Mats. Okay, also es könnte ja, also der war vorher nicht da, nur dass wir das nochmal im Hinterkopf haben. Das, okay, das haben wir schon. Das, ja. Ich bin in Lungenluft zu füllen. Hä? Toll! Wurde erst gestern repariert. Mann, war das ein Akt ohne ihn. Okay. Kannst du das Ding selbst nochmal angucken? Ist dieser Stil-Samurai nicht etwas fehl am Platz hier? Er ist so riesig. Ich denke, das ist gute Reklame. Hat er seine Frage gerade selbst beantwortet, oder? Irgendetwas an diesem Stil-Samurai stört mich einfach. Hä? Wirklich? Ich finde, er ist sehr gut gemacht. Ja, du bist ja immer noch ein Anfänger, Nick. Tatsächlich. Echte Kenner wie Cody und ich können sich für dieses Zeug nicht begeistern. Wer weiß noch, wer Cody ist? Diese Fans der Stil-Samurai sind offensichtlich eine Klasse für sich. Was stimmt denn an dem nicht? Dass er keine Beine hat? Gut, aber das ist ein Detail. Okay. Das Ding steht erst jetzt und war vorher wahrscheinlich dann auch mal da. Okay, dann haben wir hier aber nicht mehr viel mehr, würde ich jetzt behaupten. Ja. Dann ja. Vielleicht mal Bootsverleih nochmal gucken. Vielleicht hat sich da jetzt irgendwas geändert. Ich glaube nicht. Sehen wir ja gleich. Es hat sich nichts verändert. Es ist wirklich noch. Hier ist es immer noch so still. Ich frage mich, ob der Bootsverleih für immer dicht gemacht hat. Tja, nach dem Mord auf dem See und so. Wahrscheinlich machen sie nur Urlaub, bis Gras über die Sache gewachsen ist. So macht man das. Auch bei Mörderhäusern und wenn einfach Urlaub machen. Muss das so machen wie der Page, einfach voll ausschlachten. Ja. Der Mord, Mordsee. Also hier, was ich, können wir nochmal. Hier gibt's aber auch nichts, haben wir alles schon mal gemacht. Okay, ich dachte, dass man vielleicht mal mit dem Boot rausfahren könnte und guckt, ob irgendwann da ist, aber. Ja, dann schauen wir nochmal am Wald vorbei. Da wird sicherlich Lotta rumsitzen. Überraschung. Hey, Sie da! Nun, haben Sie etwas über Goody herausgefunden? Nein, nichts. Nun, dann bloß nicht stehen bleiben. Nachts wird es hier draußen richtig kalt. Es ist wirklich etwas kühl. Ich glaube, ich muss niesen. Boah, bloß nicht niesen! Hatschi! Wow. Huch, so viel zum Thema Film. Ich hab Ihnen doch gesagt, nicht niesen! Die Kamera ist so eingestellt, dass sie auf leiseste Geräusche auf als Knall. Die Kamera ist so eingestellt, dass sie auf leisere Geräusche als ein Knall reagiert. Sie würde jetzt sogar bei einem von Kamas Fingerschnippen auslösen. Oh, das tut mir leid. Schon zwei Filme, ne? Ja, tut mir leid, sagt sich leid, aber was ist jetzt mit meinem Film? Nick, erstatte der Dame bitte den Film. Schluchz. Cool. So, ja, komm. Ich glaube, aus ihr kriegen wir auch noch nichts raus. Im Prozess heute habe ich auf jeden Fall etwas gelernt. Zeugen aus sind eine richtig ernsthafte Angelegenheit. Deswegen habe ich mich entschlossen, nicht mehr über diesen Fall zu reden. Hä? Boah, sagten Sie nicht, Sie hätten Informationen zum Fall? Nennen Sie uns wenigstens die.
Wie ich schon sagte, die gibt es im Gegenzug für die schmutzigen Details zu Gurdi. Gurdi im Bett mit einer anderen. Mit einem anderen Kuchen. Mit einem anderen See. Was machen Sie, wenn es kein Gurdi gibt? Dann höre ich als Enthüllungsfotografin auf. Was? Schließlich habe ich mir bis jetzt erst mit einem Foto einen Namen gemacht. War es gut? Darauf können Sie wetten. Ein UFO. Ein UFO? Jedenfalls, wenn ich diesmal kein karriereförderndes Foto mache, dann war's das. Dann höre ich auf und gehe wieder an die Uni. Hä? Sind Sie also wirklich Studentin an der Uni? Ja, ich habe so eine Art Pause eingelegt. Verstehe. Gut. Wir gehen. Tom, wir gehen. Ja, bitte. Wir gehen. Es gab noch die Polizei. Richtig, die Polizei gab es noch und dann haben wir ja noch die Anwaltskanzlei von dem... Und die Anwaltskanzlei gibt es auch noch, richtig. Warte, dahin müssen wir. Ja, das ist ein bisschen dumm. Vor allen Dingen, wenn man jedes Mal den Hintergrund austauscht. So, dann Kriminalabteilung können wir erstmal hingucken. Obwohl die andere ist jetzt, glaube ich, weg. Ja. Die Dings, die... Die Dings, die? Hallo, Junge! Was los? Sie sehen etwas verloren aus. Moment. Sie haben doch wohl nicht schon wieder etwas getan, was Edward schadet? Was meinen Sie mit wieder? Ja, egal. Nehmen Sie erstmal Platz, Junge. Ich bin für Sie da, falls Sie etwas brauchen. Also außer Geld, versteht sich. Das ist gut, ne? Also, der macht's gleich klar. Super. Also Geld wird... Ja, wird ja nix. Wird ja mal gekürzt von Edward. Ja. Die Ermittlung. Wie laufen denn die Ermittlungen? Ja, gar nicht, um ehrlich zu sein. Ne? Also wir haben gleich wieder eine Besprechung. Wir sollen über das Motiv von Herrn Edgeworth sprechen. Sein Motiv? Ja, sehen Sie, Herr Edgeworths Vater ist im Fall DL6 gestorben. Kann man in einem Fall... Naja. Und der Typ, der den einzigen Verdächtigen frei bekam, ist jetzt tot. Robert Hammond. Hammond, ja. Edward behauptete, Edgeworth hätte ihn deswegen erschossen. Und Edgeworth spricht nie über seine Vergangenheit. Ich glaube, damit werden sie morgen im Gericht rausrücken, um ihn zuzusetzen. Mhm. Armer Edgeworth. Ja, ich muss zugeben, das sieht nicht so gut aus, mein Lieber. Okay, Jetzt Gamschuh, was über Gurdi? Ja. Sagen Sie, Inspektor Gamschuh, kennen Sie Gurdi? Das Ungeheuer vom Gurtsee? Also jetzt nicht persönlich, nein. Nun, wir suchen nach ihm. Beste Antwort. Hä? Sag mal, war ehrlich jetzt, ne? Sind Sie nicht mehr ganz dicht? Nee. Sie haben Zeit, um nach wilden Ungeheuern Ausschau zu halten? Da wird in Ihnen ja nichts mehr ausmachen, ihn für mich zu verhören? Was? Oh, Inspektor Gamschuh macht mir Angst, Nick. Schwarzblende. Ich habe Inspektor Gamschuh von unserer Abmachung mit Lotta erzählt. Das ist auch so. Als wir wieder aufwachten. Nick, versuche ich es ihm nächstes Mal eher zu sagen. Tut mir leid. Aber er ist doch Polizist. Ja, ja. Und er ist doch eine Zeugin, die sagt, ich weiß etwas über diese ganze Nummer, aber ich sage ihn erst... Also ich meine, es gibt ja sowas wie Verhöre. Ich meine, nicht jeder kann ja einen auf Trump machen und dann einfach so, ja, nee, vielleicht auch nicht. It's true. Versteh schon, Junge. Entschuldigen Sie, dass ich Sie angeschrien habe und möglicherweise mit meiner Dienstwaffe. Ja. Gut. Ich, Inspektor Abschur, werde Ihnen bei der Suche nach Gurdi helfen. Dann sehe ich nicht wieder irgendwas. Hä? Ich merke gerade, ich habe jetzt schon wieder falsch hier. So muss er dann sein. Ich werde Ihnen eine unserer neuesten Geheimwaffen für die Beweissuche leihen. Wirklich? Sie können irgendeinen nehmen, die Ihnen gefällt. Boah, geheime Polizeitechnologie, Mann. Es wird nichts sein, wo ich jetzt sagen würde. Oh. Sei mal nicht so skeptisch. Nee, ich bin überhaupt nicht skeptisch. Weißt du, was ich hier gerade mache? Machst du die Remote kaputt? Nein, ich schinde Zeit. Ach so. Weißt du, warum? Weil die Folge vorbei ist. Weil die Folge vorbei ist.
Es tut mir so leid, aber in diesem Moment haben wir auf meiner Uhr die 30-Minuten-Marke überschritten. Und da kann ich ja nichts für. Ich kann ja ungünstig, also verstehst du, dann ist das irgendwie 2 Minuten länger und dann meckern die Leute wieder, dass die Folge zu lang ist, weil es soll ja immer 30-Minuten-Folge sein. Jetzt will man ja auch wissen, was die Geheimwaffe ist. Ja, eben. Das heißt, da bleibst jetzt dran. Wir müssen auch mal ein bisschen mehr YouTube-ig denken. Das nächste Mal sind wir auch übrigens weniger bekleidet. Da fehlen aber die roten Pfeile auf dem Thumbnail. Ja, das stimmt. Vielleicht mache ich mal welche. überall Kreise und so. Es tut mir ein bisschen leid, aber was die Geheimwaffe ist, werden wir jetzt in der nächsten Folge lüften. Yes. Apropos lüften. Ich glaube, wir lüften jetzt mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.